Musik ist ein wahnsinnig großes Thema, auch für Logitech, jetzt mit dem eigenen Brand Ultimate Ears. Aber ich würde sagen, bevor wir uns hier länger noch das Buch angucken, legen wir mal einfach mit den Neuheiten los, die es jetzt hier auf der Messe gibt. Unter anderem das UE6000. Finde ich schon mal allein vom Style her wirklich cool, weil das sieht so für mich einfach nach einem Sportwagen für den Kopf aus, also Lamborghini-Style. Vorteil daran, es hat eine aktive Rauschunterdrückung oder Umgebungsrauschunterdrückung. Ihr könnt also gerade in lauten Umgebungen, sagen wir jetzt mal Flugzeuge, Straßenverkehr, öffentliche Verkehrsmittel, damit immer noch habt ihr sehr guten Sound und habt sehr wenig von außen. Dazu sind die Ohrmuscheln, ich kann euch das leider nicht jetzt in 4, 5 und 6D zeigen, wahnsinnig weich und super angenehm. Also auch wenn ihr die Länge auf dem Kopf drauf habt, das ist einfach genial. Dazu, das kann ich euch leider auch nicht zeigen, der Klang top. Genial, super. Wird im Laden so 199 Euro kosten. Also ich denke mal vielleicht Straßenpreis 179, 169. Vorteil auch, falls mal das Kabel wirklich bricht, ihr könnt es einfach austauschen. Das Ganze gibt es auch noch. Wie sollte es anders sein? Mittlerweile kabellos, Bluetooth. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 349 Euro. Ist eine ganz schöne Summe. Dafür Bluetooth sowie Kabel. Alternativ, wenn ihr zum Beispiel im Flugzeug seid, von wegen keine Funkgeräte. Was die Geräte aber auch noch einmalig macht, sie sind wahnsinnig stabil. Also ich mache das jetzt hier einfach mal. Das könnt ihr wahrscheinlich nicht mit allzu vielen anderen Kopfhörern machen. Das heißt, ihr könnt die auch irgendwie runterwerfen oder ähnliche Dinge. Die sind echt gut. Also macht das mal mit euren Kopfhörern oder vielleicht besser nicht, weil sonst müsst ihr eigentlich gleich die hier kaufen. Das heißt, wer viel unterwegs ist, viel auf Reisen, Dinge einfach mal irgendwie vielleicht in den Koffer reinwirft, das ist echt was Cooles dafür. So, ich würde sagen, wir machen einen ganz kurzen Cut und dann gehen wir weiter zum nächsten Produkt. Auch mit dabei die neue Ultimate Ears Boombox, ist für mich sozusagen der Ghetto Blaster 2.0, wenn ihr denn so wollt. Ist natürlich größtenteils für unterwegs gedacht. Sieht man auch schon hier relativ wenige Knöpfe, wirklich nur Bluetooth, An- und Ausschalter, normale Eingangnummer, wenn ihr vielleicht einen MP3-Player in älteren anschließen wollt. Und hier habt ihr wirklich nur ganz groß, lauter machen, leiser machen. Also von der Bedienung her eigentlich idiotensicher. Ich habe auch schon gefragt, ist auch für Partys geeignet. Das heißt, wenn der Alkoholpegel mal steigt, das könnt ihr auch mit ein paar mehr Promille immer noch gut treffen, damit lauter und leiser machen. Wetterfest ist das Ganze leider nicht wirklich, habe ich mir zumindest erstmal sagen lassen. Das heißt, im Regen stehen lassen draußen für Partys ist nicht. Sollte man vielleicht mit guten Boxen eh nicht machen. Aber klanglich sind die richtig gut. Also die können auch ordentlich Lärm machen, in Anführungszeichen Lärm, also mit einem guten Sound. Preis habe ich gerade leider überhaupt nicht im Kopf. Werden wir nachreichen, vielleicht irgendwo hier unten oder so einblenden. Das Ganze gibt es natürlich auch eine Nummer kleiner in der Ultimate Ears Mobile Boombox. Ziemlich smart, wie ich finde. Wenn ihr euch das anguckt an Anschlüssen, ihr habt wirklich nicht mehr allzu viel. Ihr habt hinten wirklich nur noch einen An-Ausschalter. Ist aufladbar mit einer kleinen Batterie drin. Sowie hier einfach nur Anschluss für einen MP3-Player. Natürlich auch via Bluetooth, kann man dann hier oben sehen. Kleines Logo drauf, sonst auch einfach nur zwei Knöpfe, lauter, leiser. Also sozusagen das Gleiche, was wir hier hinter uns schon einmal hatten, nur eben, wie gesagt, nochmal eine ganze Nummer kleiner. Das Coole ist, ihr könnt das Ganze auch zusammenschalten. Bis zu 5 Geräte von denen, die hier oben stehen, könnt ihr zusammen nutzen. Wie ihr seht, gibt es auch in verschiedenen Farben. Einmal weiß und schwarz als Grundfarbe und dann eben vorne mit verschiedenen Covern. Das heißt auch für die Leute, die vielleicht ihre Wohnung damit ausstatten wollen. Ich denke mal, eine ganz nette Style-Idee. So für die Jugend 2.0 gibt es jetzt sozusagen die Boombox 3.0 Mini.